So, Pokalspiel heißt der heißt es heute und das, der nächste Gegner ist der VfL Bochum. Da wollen wir natürlich heute weiterkommen. Klar. Und dann kommt Köln als nächstes, okay. Na dann auf. Wir haben die Schlagzeilen alle gelesen, liebe Zuschauer. Diese heutige Partie lässt niemanden kalt. Es ist Vorfreude pur. Wir sind live dabei. EA Sports zeigt es Ihnen. Kann jetzt am Eingang von Block 7 abgeholt werden. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen am heutigen Tage eine Partie aus dem DFB-Pokal. Schalke 04 gegen VfL Bochum. Frage ist immer, wie geht man mit dieser Favoritenrolle um? Sie dürfen natürlich auf keinen Fall leichtsinnig werden. Definitiv nicht. Auf die leichte Schulter nehmen, müssen Bestleistung abrufen. Ansonsten kann ganz schnell einiges schief gehen. Aber das wird der Trainer nicht gesagt. Die Nummer 14, Stefan Sanz. Die Nummer 24, Danny Da Costa. Die Nummer 6. Der FC Schalke heute mit einigen Wechseln in der Startelf. Sehen wir ja hier auch gerade. Im Tor ist Manuel Neuer. Richter 122 Millionen. Gut, ich habe Hazard schon verpflichtet. Und drei Stürmer sollen in dieser Begegnung heute vorne für Gefahr sorgen. Ich könnte Da Costa rausnehmen, großens eins nach hinten ziehen, Linksverteidiger und dann als Linksaußen Hazard spielen lassen. Mal gucken, wie es läuft, wie es wird. Aber jetzt erstmal Bochum konzentrieren. Der VfL Bochum wählt heute diese Aufstellung. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. So, okay, das Pokalspiel Bochum, Heimspiel. Das wollen wir natürlich gewinnen. Ist ein kleines Revierderby, das wollen wir natürlich sehr souverän nach Hause fahren. Aber jetzt erstmal schauen. Richter, der hat ja Angebote vorgelegt. 92 Millionen bietet er zu Chelsea und ich will zumindest mal über 100 haben, falls er gehen wird. Ah, die Situation. Wie gesagt, der erste Punktverlust der Saison ist schon da. Das erste Spiel, was wir nicht gewonnen haben. Es war klar, dass es immer das erste Mal wird, aber naja. Paulinho jetzt mit Zug zum Tor und der Keeper war da noch dran. Kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und es gibt Einwurf, der Ball war draußen. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Ja, mit drei Treffern in den letzten drei Spielen. Boah, die nächste große Chance, Alario, der aber nicht genau trifft da hinten. Ah, schade. Dachte, ich komme da noch irgendwie mit durch. Leider nicht der Fall. Super Aktion. Latzer. Ist die Ballerobung. Ja, kein Absatz, wenigstens, klar. Da ist die Flanke. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Oh, ich dachte mir, okay, da geht es aus, aber ist auch nicht der Fall gewesen. Man sollte nicht zu früh abschalten. In den freien Raum.
Richter! Tor! 18. Minute. Und ausgerechnet Marco Richter. Der eigentlich gewinnt. Vom Abstempeln. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sehr guter Einsatz. Ha. Ja, geht gut dazwischen. Guter Ball. Da setzt er sich gut durch. Die Verteidigung steht überhaupt nicht gut momentan. Das muss man mal so lassen. Man sollte vielleicht irgendwie mal viel Geld in den neuen Verteidiger setzen, aber momentan läuft es auch mit den Verteidigungen nicht so, wie es soll. Ja, schöner Ball. Ja, schade, das kommt nicht an. Schipser. Sie spielen die einfachen Bälle. Ach Mann! Und das ist viel zu überhastet, da wäre nämlich mehr drin gewesen. Sehe ich auch so, gute Chance und dann dieser schwache Ball. Jetzt Ball, der war guter Ball, Ronne. Kriegt er den noch? Ja, den kriegt er noch. Gosens über die Außen. Oh, das war noch ein Bruch mal dran. Das war nicht nur Alario, der hätte nämlich gerne reingedrückt, aber da war noch einer vom VfL mit dran. Reves gut gemacht. Latza mit dem Versuch des Distanzschuss. Latza, jetzt nochmal auf der Außenbahn. Jetzt kann die Reingabe kommen. Lange Flanke. Der Keeper passt aber gut auf der Bochumer. Es wäre ein Freistoß gewesen, wenn er weitergelaufen lassen hätte. Ball kommt in die Mitte. Jetzt ist das 2-0 da. Abseits. Leck mich doch. Marco Richter, nicht das 2-0. Da kommt nochmal die Wiederholung. Ja, klare Nummer. Ja, okay. Das kann man als Abseits gelten lassen. Schade. Es hätte ein bisschen beruhigt, ein bisschen Ruhe reingebracht. Richtig. Aber im Grunde sieht es immer noch gut aus. Da kommt der Pass auf außen. Lucas Alario. Ja, mit viel Gefährlich. Und jetzt ist der Kapitän, der sagt nur, ich versuch's mal, aber weil mit gehalten und viel zu behastet abgeschlossen. Es ist gerade ein bisschen zu zerfahren. Das war gegen Freiburg schon so in der Führung. Wir kriegen momentan nochmal die Chancen da, ja, aber die nutzen wir halt nicht. Und das ist es halt momentan einfach. Und das ist der Ballverlust. Die Gastgeber sind in der letzten Viertelstunde ziemlich überlegen. Wenn wir uns die also es ist eine Frage der Zeit, bis eigentlich hier das 2-0 fällt. Und nächste Ecke, Schalke. Also die, wir wollen's. Momentan ist einfach, kommt nichts an, was gefährlich werden könnte. Und dann ist Pause. Knappe Pausenführung. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch. Ne, aber. Naja, gucken wir mal. Auf geht's. Halbzeit Nummer 2. Der zweite Durchgang läuft und wir sind gespannt, wie sich dieses Pokalspiel weiterentwickelt. Hauptsache, es geht unterhaltsam weiter. Und Ballverlust. Richter. Ah, der vorbei geht an. Ja, sie können erstmal klären. Ecke. Gibt Eckball und vielleicht können sie die Führung hier ausbauen. Ecke in die Mitte. Ja, wir sind knall überlegen, aber das kriegen wir einfach gerade nicht nicht hin. Nehmen wir die Chance. Das ist so ein 2-3-0. Zumindest mal 2-0. Wer. Übrigens soll Chelsea jetzt ein handfestes Interesse an. Da hat er die Chance. Ja! Schade. Ich habe ihn drin gesehen. Ja, Chelsea will ein Angebot haben. 92 Millionen haben sie jetzt vorgelegt. Gucken, was jetzt passieren wird. Da
Gosens, 2-0. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. So, nochmal die Wiederholung, die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Das ist für einen Ballverlust, da geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. 2-0 steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Lucas Alario. So, Richter. Also 2-0 soll ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Und jetzt kommt die nächste Ecke, Gosens. Schön gemacht, Paulinho, den lass, sagt er ihm gerade, lass ihn mir doch, ich mach das Ding doch einfach, 3-0, 63. Und das war jetzt genauso mit Willen wie bei Gosens. Da kommt die Wiederholung nochmal. Ja, die Bochumer kriegen den Ball nicht weg, Paulinho sagt dann 1-2, Gosens lassen mir, ich mach ihn doch. Und er macht ihn auch, 3-0. Mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Die Gäste werden wechseln. Da wäre jetzt Platz. Halt mal, probiert's mal. Schön. Ja, gut gemacht. Er steht gut und holt sich den Ball. Lucas Alario. Gosens. Da haben sie jetzt Platz. Der ist mittlerweile mit vier Willen im einen kriegt. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Super Pass, ja. Und wieder bringt man die Bochumer dazu, so einen Ball unkontrolliert rauszuhauen. Gleich wird hier ausgewechselt. Und direkt die. Also Ecke. So, jetzt kann man nämlich mal wechseln. Weil es wird nicht einfacher werden. Nächste Ecke. Auf den Rängen ist die Stimmung klasse, oder was meinst du, Buschi? Sehe ich auch so, Wolf, da bekommt man Gänsehaut, Hühnerpelle. So, es geht Paulinho raus. Sie bekommen gleich wieder Ecke. Nächste Ecke, Schalke, die siebte oder achte mittlerweile. Ich glaube, acht müssen es sein mittlerweile. Aber bis jetzt noch keiner Trag da drin. Alario trifft auch nicht, weil Drewes hier ein Bombenspiel macht momentan. Der. Für den FC Schalke 04, dann geht es zu Hause gegen den 1. FC Köln. Ja, nächster Gegner Köln. Partie, auf die ich mich ganz besonders freue. Also die Champions League muss noch warten. Wie gesagt, da haben wir ja die Hausaufgaben schon gemacht mit dem Sieg in Bergamo. Das war ganz, ganz wichtig. Lazza. Im Pokal sind wir wahrscheinlich in der dritten Runde. Das dürfte eigentlich jetzt Ding, das Ding dürfte jetzt durch sein. Jetzt wollen sie das Spiel schnell. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Jetzt der Vorstoß. Ja, kommt aber keiner mit. Doch, jetzt vielleicht mal, aber der war dann noch abgeblockt. Jetzt ist das Spiel gleich um und man muss sagen, spannend war es nicht heute. Ja, es war aber okay. Es war ein gutes Spiel, auch vom VfL. Wieder die Schalker mit dem Ballverlust. Aber es ist noch 5 Minuten zu spielen. Das ist jetzt sehr wahrscheinlich nicht entscheidend. Wenn man den Bochum mit dem Konter. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Naja. Coutinho. Und hier wird es jetzt. Ah, gut weggeblockt, dann. Da ist die Balleroberung. Könnte jetzt was werden. Und das war's nun für heute. Sie sind also weiter. Sie ziehen in die nächste Runde ein. Sie können sich hier durchsetzen, können überzeugen. Und das stimmt zuversichtlich für die nächsten Runden.
Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt. So, also, weiter sind wir in der nächsten Runde. Dritte Runde Pokal. Herzlich willkommen. Und jetzt gucken wir mal, wie die anderen Spieler ausgegangen sind. Verdient ist es auf alle Fälle, man muss es sagen. Wir waren einfach knall überlegen. So, gucken wir nach. St. Pauli gewinnt in Bielefeld, die Bayern weiter. Also, keine Favoritenstürze, muss man sagen. Oh, Stillstandverhandlungen, schade. Das ist jetzt wahrscheinlich von Marco Richter. Da will Chelsea nicht mitgehen. Na, Pech gehabt, nicht mein Problem. Können sie da geschickt behalten. So, ich würde dann mal sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Duell mit dem ersten FC Köln.